So, guten Tag. Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag an einem nicht mehr so heißen Sonntagnachmittag zur Nachbetrachtung Ostkurve Geflüster. Fünfter Spieltag, Regionalliga Südwest, SV Eintracht Trier 05, Oster-Göppinger SV. Auf Anhieb, ne, mein lieber Mann, der ganze Moin. Endstand 2:0 vor 2815 Zuschauern. Ja, wie ihr seht, wir sind wieder hier am Sportplatz bei mir in Mertesdorf. Hat sich irgendwie so jetzt ein wenig etabliert an einem Sonntagnachmittag. Ja, kommen wir zum Spiel, oder? Hitzeschlacht. Kann man so sagen. Auf dem Platz und auf der Rängen. Zumindest was jetzt alles, was nicht Haupttribünen und Vortribünen war. Gab ja zwei Veränderungen zum letzten Spiel, ne? In der Startaufstellung Spange war draußen. Und? Ja, Sosa von Anfang an. Sosa war wie Anfang an. Zusammen mit dem König vorne. Und ein Doro war drin für den Linus Wimmer am Anfang. Ne? Genau. Thomas sagte ja im Vorfeld, unterschiedliche Trainingseindrücke. Mal sehr gut, mal wieder Durchschnitt oder schlecht. Meine persönliche Meinung ist, Doro ist nicht bei 100%, was jetzt seine spielerische Fähigkeit anbetrifft. Wie sie es deutet? Ja, braucht noch ein bisschen, ne? Aber er hat ja auch kaum Spielpraxis jetzt gehabt. Der war ja fast ein ganzes Jahr mehr oder weniger weg vom Fenster. Ja. Hat er auch selber gesagt, glaube ich, im Anschluss im Interview. Und da braucht man noch mal ein bisschen, bis man noch mal reinfindet. Aber ich glaube, der schafft das. Also das wird uns noch sehr wichtig werden in der Saison. Die Fußballqualität, die der hat, steht ja außer Frage. Man merkt, ich finde einfach, man merkt so ein bisschen, dass so das Zusammenspiel mit den Mitspielern nicht so ganz rund läuft. Da hast du Szenen im Spiel, da denkst du, ups, auch jetzt in der Nachbetrachtung, was man sich angucken kann, vom SVE TV gute Aktionen und dann wirst du wieder im Spiel wieder Aktionen, wo es dann nicht rundlaufen tut. Ne? Wobei ich der Meinung bin, dass aus dem Mittelfeld allgemein, was den Offensivbereich anbelangt, im Moment so ein bisschen vieles Einzelaktionen sind, die zu was führen zwar. Mein Sven König war das beste Beispiel jetzt, der hat gestern wirklich ein gutes Spiel gemacht, aber auch viel halt, wie gesagt, selber versucht, ne? Ohne dass man spielerisch Lösungen gesucht. Das tut sich so klein bisschen in dem Ganzen, wenn ich was bemängeln tue, ist das so ein bisschen der Mangel im Moment, den wir haben, dass da im Angriffsbereich oder im Mittelfeld dann eben so ein bisschen die Feinjustierung fehlt. Ja, ich glaube, hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, was der Gegner zulässt. Ne? Jetzt waren die gestern ja auch nicht unbedingt immer schlecht im Weg gestanden. Nein. Und wenn dann auch grob, ne, dann bist du ja auch so ein bisschen... Ja, hat schon dazwischen geforzt, ne? Also war hart an der Grenze teilweise. Die waren genauso hart unterwegs, wie Gießen auch unterwegs war. Weiß nicht, ob man so spielen muss, immer so hart am Limit, aber man kriegt ja auch viele gelbe Karten dann, die auch mal zur gelb-roten führen können. Ist halt, ne, wenn du spielerisch nicht verteidigen kannst. Ja. Da muss halt ein bisschen härter rein, ne? Das ist halt einfach so. Ja. Ja gut, dann ist die Geschichte des Spiels schnell erzählt. Ne? Viele Torchancen und Thomas sprach wieder vom Chancebucher, der auch da war. Definitiv. Ja. Alle voran unseren lieben Herrn Sosa, der wirklich gestern ja auch noch hätte können zwei Tore machen. Ja, oftmals, glaube ich, wollten schneller wie die Beine dann irgendwie hinterherkommen. Oder wie der Kopf, keine Ahnung. Ne? Gibt da exemplarisch zwei Szenen, wo ihn dann wirklich aussichtsreich einmal dann kurz nach der Halbzeit über Tor in den Himmel geforzt hat. Super rausgespielt, aber super angenommen und dann ja, aus 7-8 Metern ab in die Wolken. Hat in der zweiten Halbzeit dann noch einmal verwandelt. Hätte aber können ja noch viel öfter. Ne? Da war ja der Pass vom Ganni oder der Nicht-Pass vom Ganni. Ja, haben wir eben drüber geredet. Ne? Haben wir es nochmal angeguckt. Vor Roserei auch die Band umgetreten hat. Nachvollziehbar. Ja gut, da muss er nur eins machen. Er muss nur den Ball direkt weiterspielen. Da könnten nicht in die Bredouille. So legt sich nochmal vor und spielt dann das gegnerische Bein dazwischen. Ja gut, da brauchst du nicht zu ärgern. Ja. Das ist halt so. Sosa hätte Platz genug gehabt. Ja, war ja knochentrocken, frei am Fünfer. Hätte braucht er nur einzuschieben. Ne? Gut, die drei Absetztore, drei waren glaube ich. Drei, ja. Ich weiß nicht, ob allen drei Absätze waren. Hast du doch in der Perspektive schlecht gesehen. Eins war, ich glaube, war der dritte. Der dritte war auf jeden Fall Abseits. Da kam nämlich, da war weiß nicht, Kuballa also oder wer, kam aus dem Abseits raus.
Das war ja alles auf der Grundlinie, schon am Eckball. Und er kam dann aus dem Abseits raus und hat der Pass dann gegeben, ich glaube auch zum Sosa dann, wo der eingeschoben hat oder wer auch immer, das war definitiv Abseits. Die anderen zwei bin ich mir nicht sicher. Ja. Auf jeden Fall eng, ne? Aber das ist dann aus der Perspektive jetzt aus der Kurve oder dann noch im Nachbericht schwer immer dann zu erkennen. Aber ich glaube, der Benny hat dann auch dann nach dem Spiel gesagt, da hat aus deren Sicht von oben auch die drei auf jeden Fall Abseits waren. Zwei waren ja nachher drin, der Gegner hat keins gemacht, somit war da dann. Wobei wir ja Glück hatten, vor unserem 2-0 gab es ja den Fehlpass von Buballa oder den Rückpass von Buballa an den Tormann. Und da muss ich ehrlich sagen, da hat Novakovic nochmal super reagiert und hat mit Fuser, mit Hand können noch gerade so retten. Da wäre normalerweise das sichere 1-1 gewesen, ein bisschen clever gespielt. Ne? Aber im Gegenzug machen wir halt dann jetzt 2-0 und alles waren trockene Tücher, hatten noch die Chance, noch mal ein Tor zu machen. Aber die Reaktion war stabil, wir sind wieder in der Spur. Ne? Ja, das ist das Wichtigste, glaube ich, aus dem Spiel. Ne? Die drei Punkte, ja, auf jeden Fall. Aber auch, dass das spielerisch wieder gepasst hat. Ne? Also die Reaktion war gut und das war jetzt entscheidend. Auch im Hinblick auf die kommenden Spiele oder das nächste Heimspiel auf jeden Fall. Also Einstellung hat gestimmt. Mannschaftsleistung hatten alle Mannschaftsteile gestimmt. Ne? Auch die nachher reinkamen, das merkst du ja gar nicht, wenn jemand reinkommt. Das ist ja dann, der Spielbetrieb geht ja direkt, oder der Spielfluss geht ja weiter. Also so sehe ich das. Ja. Ne? Und bei 2-0 war ich auch jetzt gut vom Jontic. Hat er selbstlos dann zum Sosa rüber geschoben. Manch Spieler versucht doch dann in der Situation selber sein Ding zu machen oder sein Erfolgserlebnis zu haben, fand ich jetzt auch dann schön herausgespielt. Also wie den Thomas auch sagte nach dem Spiel, wenn wir die Konter, die wir haben, fahren können, 1-1 auch ausspielen, dann geht das Spiel da locker 5-0 aus. Ne? Da müssen wir gar nicht viel groß diskutieren nach den Torchancen. Was hätte können alles noch passieren, wenn wir die berühmten Chancen nutzen? Ein bisschen enttäuschend fand ich jetzt doch die Zuschauerzahl. Ja, wir waren jetzt ein bisschen verwöhnt, ne? Das muss man dazu sagen. Wenn man ein paar Jahre zurück betrachtet, was in der Regionalliga so los war. Wir haben jetzt einen guten Start hingelegt, die Euphorie mitgeholt aus letztem Jahr. Dennoch ist 2800 ein paar zerquetschte gegen einen Aufsteiger, der eigentlich nur eine Handvoll bei 35 Grad im Schatten ist schon. Ja, ne, dann hat man jetzt gestern in der Kurve die Diskussion, jetzt ist am Montag, geht die Schule wieder los, ne? Und dann, also ja. Ne, man besorgt ja dann auch immer alles am letzten Drücker und fünf Hände gehen hoch, ja, mir auch, und wir machen auch immer alles auf den letzten Tag. Ne? Ja, ja. So, und der war halt nun mal gestern. Ja. Das heißt also, diese 700 Leute, die weniger da waren wie Gießen, ist nicht nur geschuldet, weil jetzt der 5-0 da war. Ne? Nee, das glaube ich. Kann man nicht daran festmachen. Und ich glaube, dabei ist, wenn wir am Freitag Steinbau uns einigermaßen verkaufen und da Punkt mitholen, wäre auch jeden zufrieden. Aber gegen Kickers Offenbach eine Woche später, da ist die Hütte sowieso voll. Ja, hoffen wir. Ich rechne da wirklich mit 7.000, 8.000. Es werden wahrscheinlich auch dann 800, 900, 1.000 aus Offenbach kommen. Oder 600, keine Ahnung. Da kommt jetzt, ja, gut, das kommt doch mal, die auch nächstes Wochenende veranstalten. Die spielen heute noch, glaube ich, ne? Ja. Und dann, wenn die auch oben mit dabei sind, dann könnte das ein echt Spitzenspiel werden. Ja. Und dann, ja, sind 7.000 Zuschauer realistisch, glaube ich. Ja, glaube schon. Dann gibt es übrigens in der ARD-Mediathek einen Spielbericht von uns, vom SWR. Echt? Ja. Freund gesehen. Hat heute der Freund Chris von Strolchen durchgegeben. Kann man sich angucken, 3 Minuten. Ja, die SWR halt so berichtet. Ne? Aber Regionalliga aus dem Mosestadion, ich fand es positiv, kam auch gut rüber. Ja. Kann jeden sich nochmal angucken, wenn er möchte. Ja, da war die Geschichte des Spiels. Ne? Steinbach hat jetzt für mich, Gott sei Dank, gestern Einzel gewonnen, an ihren ersten Sieg. Ich finde es positiv, dass sie gewonnen haben, weil da gehen sie anders vielleicht am Freitag mit uns um, von der Einstellung her. Ne? Der Riesendruck, jetzt endlich mal 3 Punkte zu haben, ist weg. Wenn du den daheim wieder hast, da finde ich jetzt als Gastgeber gehst noch mal anders damit um, als wenn du gerade auch ein Erfolgserlebnis hattest. Könnt ihr gerne, kann man nach Tara reinschreiben, wie ihr das seht. Ich bin jetzt nicht böse, die gewonnen hat gestern.
Nö, ja? Gar nicht. Nee. Also. Ja. Und da denke ich mir auch, dass einige von uns am Freitag am Start sind. Ja? Ich weiß, dass der Rafi, der Bus ist, glaube ich, so gut wie voll oder fast voll. Und denken wir mal, sind schon mal geguckt, sind 200 Kilometer, dass wir viel mit dem Auto fahren. Ja. Brauchst du mal Brust in die Runde, schon Durst. Wohl Freitagabend, ja, ist. Ist halt eine doofe Uhrzeit. Mit Uhrzeit. Prost mich. Prost Gemeinde. 19 Uhr ist natürlich eine doofe Uhrzeit für Freitagsabend ein Auswärtsspiel. Keine Frage. Aber nichtsdestotrotz rechne ich da auch mindestens mit 200 Leute von uns, wenn sogar ein bisschen mehr. Ob Freitag hin oder her. Ja, weil die Euphoriewelle ist wirklich da und war weiterhin da. Und die Mannschaft hat gestern ja gezeigt, wie man reagiert und fertig. Ne? Ja, dann nochmal vielen Dank an der Stelle für die positive Resonanz von am Freitag mit den zwei Damen, die wir hatten. Die war wirklich jetzt mehr wie überwältigend für alle Beteiligten. Ich glaube, wir haben bei Facebook und bei YouTube über 2000 Klicks zusammen. Das ist schon relativ viel für uns. Kommt so gut an. Aber auch das Feedback gestern im Stadion. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute dann auch auf mich zugegangen sind, die sich begeistert darüber gezeigt haben, über den Vorbericht. Ja, aus dem Leben. Aus dem Leben, genau. Und wie gesagt, wenn ihr Bestellungen machen wollt, gerne Entchen. Wie nennen sie das? Fizi. Und einen Helm. Ne? Ich habe mir eben mal so für mich gedacht, ich meine, mal jetzt war noch Sommer, aber Weihnachten ist ja gar nicht mehr so weit. Jedes wird immer irgendwie eine Kleinigkeit. Also sehe auch Dinge, die man als Kleinigkeit verschenken kann an Fans, die oder von Fans an Fans. Oder man weiß jemand, der Eintracht-Fan ist, was soll ich dem jetzt schenken? Großartig. Da sehe ich dann doch keine so großen finanziellen Ausreißer, die man da hat, wenn man sowas dann macht. Also macht das wahrscheinlich frühzeitig, weil die machen das immer noch dann halt selbst. Und wenn man das alles selbst herstellen muss, auch von den Materialien her, haben sie selber auch gesagt, ist das relativ zeitaufwendig. Ne? Ja. Ja, sind halt Unikate. Richtig. Ja? Das, mal gucken, wie die Geschichte weitergeht. Jo, haben wir irgendwelche? Ja. Wie viele Leute gucken dann zu? Erwähnen wir noch einmal noch nochmal das schöne Tor von Sven König. Das haben wir ja. Ach so, haben wir noch also wer das noch nicht gesehen hat, ja. Also ich habe dem Stadion, wieder, haben wir im Vorbericht gesagt, man redet manchmal zu viel in der Kurve. Ja. So war das dann in dem Moment auch. Ich habe da nicht gesehen und ich habe bestimmt gestern Abend 20 Mal in Highlights nochmal angeguckt, weil das ist einfach geil. Wie man dann, ich weiß nicht, so halb rechts, 16er Grenze, ne, aus dem Stand raus, aus dem Stand, aus der Drehung, das Ding so da reinpfeffert. Selten gesehen. Da sieht man, was das für Fußball auch ist. Also die fußballerischen Fähigkeiten eines Sven König, die stehen ja außer Frage. Ja. Ne, nur, dat, sag mal, dass der immer sein Potenzial so abruft. Da ist ja immer die andere Geschichte. Ne? Ja? Wie der so drauf ist. Ne? Ich finde, unterm Thomas hat er wirklich große Fortschritte gemacht. Also nach hinten hat er nie was gemacht. Das macht er jetzt auch. Muss er machen. Es geht wieder ausgewechselt. Ja. Ne? Aber nach vorne hin auf, muss ich jetzt sagen, also ist auch kein junger Spieler mehr. Wie alt ist er denn? Das werden 27, 28, keine Ahnung. Ja, so rum, glaube ich. Ne? Ja, und ich finde, der macht da mittlerweile einen super Job. Ne? Nein, ist klar, so manchmal so der letzte Meter. Ne? Ich war gestern auch wieder in so eine Situation in der zweiten Halbzeit, wo wir gesagt haben, jetzt der eine Meter noch durchgezogen, dann hätte können noch vor Tor lehnen, aber so ging er dann aus, ne? Irgendwie aber noch zum Eckball. Ja, aber das Tor einfach geil. Absolut. Ja. Aber wie gesagt, aber du hast ja jeder Mannschaft oder hast oft Spieler, die sind halt die so gegensätzlich. Ne? Also die einen, die hypen, die sagen, wie geil ist das da, die anderen verteufeln und sagen, oh, ich kann ja nicht sehen. Das ist halt so. Und wenn du halt auch manchmal so unterschiedliche Leistungen auf den Platz zauberst, ne? Ist ja auch manche Reaktion kein Wunder. Ne? Ist ja auch nicht immer so das Individuelle, was jeden Einzelnen war. Ich glaube, das Thema ist auch mal mit dem Spangi oder auch der Bösen war ja letztes Jahr immer so ein Thema. Immer ein Thema. Ja. Ja, Einzelaktionen sind manchmal dann, kann man drüber nachdenken, aber wenn der Trainer da irgendwo in Spielsystem, in der Taktik passt, die Fähigkeiten, die Spieler sonst auch so haben, dann wird wieder Schuh draus, glaube ich. Ist ja dauert selber im Tormann. Ne? Man spricht mit so vielen Menschen. Viele sagen immer noch, wir hätten ein Tormann-Problem. Oder einige. Ist dir das überhaupt nicht so?
der Malte Brüning konnte sich doch gar nicht beweisen in der Regionalliga. Ich finde den Radomir Novakovic macht einen super Job. Ne? Hatte ich jetzt auch, sag ich mal, mit der neuer gefestigten Abwehr auch nochmal stabilisiert. Ne? Feiert sich auch selber nach gelungenen Aktionen, hatte vorher nicht gemacht. Finde ich sowieso positiv in der Mannschaft, dass einzelne Spieler dann nochmal so eine Reaktion zeigen. Ob jetzt Buballa war, vor zwei Wochen. Das ist gestern nur nochmal sehr aufgefallen, ne? War das? Bei Novakovic, dass die sich da. Ja, ja. Novakovic, als ob er ein Tor geschossen hätte. Ja, ja. Ist viel mehr Körpersprache da. Das ist auch dann, dass. Also für mich sieht es so aus, dass es einen großen Zusammenhalt auch innerhalb der Mannschaft gibt. Ich glaube. Hakan Sosa hat sich nach dem Spiel mit dem Interview, ich meine, das ist im SWR, hat sich ganz weit rausgelehnt und gesagt, dass er die Trainingsleistungen so einstuft und im Spiel auch so sieht, dass man auch ganz oben mitspielen könnte. Ne? Also fand ich jetzt positiv, dass sich mal der Spieler auch dazu äußert, weil sonst immer so ein bisschen Understatement gemacht wird, was ja auch richtig ist. Aber so sind halt auch mal so Spieler, ist mal gut zu hören, was so innerhalb der Mannschaft so ein bisschen los ist. Ist nicht unrealistisch, muss halt konstant liefern. Ne? Das müssen wir jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt. Siehst ja, wie das so ist, die Spiele, gut, wie sie heute ist, hier wissen wir noch nicht, aber gestern wieder, hat sich ja alles, holt sich einen Punkt, gewinnt mal einen, verliert wieder einen, also nichts, was jetzt irgendwie von Dominanz gesprochen werden kann. Ja, mal, ich habe gestern mal noch so ein bisschen in der Tabelle vom vorletzten Jahr geguckt, ne? Wenn man jetzt sieht, wir haben 10 Punkte, dafür haben wir, glaube ich, vorletztes Jahr, hat jetzt 9 oder 13 Spiele gebraucht. Weil da hat man ja auch einen schönen Start da, ne, gegen, ich glaube, Waldorf 3-0 auch, und dann, 3-0, und dann waren mal 5 Pleiten bis Koblenz da irgendwie mittwochs abends kam. Genau. Und ja, wir haben jetzt schon fast halb so viel wie dann am Saisonende nach 4-3 Spieltagen. Absolut positiv. Also für einen Aufsteiger sowieso im Schnitt 2 Punkte, also was willst du damit? Ja. Das ist dann noch die Chance, glaube ich, die du hast, ne, mit dieser bisschen mehr Ruhe, die Spiele anders anzugehen. Mit diesem Extremdruck, den wir dann am Anfang der Saison, vorletzte Saison schon hatten. Ne, dass du jetzt einfach musst. Wenn du nach 5 Spielen 2 Punkte hast, da stehst du schon wieder im Rücken zur Wand. So, ja. Hast nach 5 Spielen 10 Punkte und du bist noch auf Tabelle Platz 2, was ja jetzt nicht viel Aussagekraft hat. Aber das ist halt einfach nur einen schönen Blickwinkel auf einmal nach diesem Spieltag. Da kann ja nächste Sonntag ganz anders aussehen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es geht weiter, die Mannschaft schafft und du siehst, du musst jedes Spiel 100% liefern. Ja. Sonst erreichst du nichts in dieser Regionalliga. Ja. Und wenn sie das schaffen, wirklich, ich meine, du kannst ja erwarten, dass das Spiel so läuft, aber wenn sie 70-80% der Saison so hinkriegen, da sind wir wirklich auf einem super Weg. Ist ja, Thomas hat geschrieben gehabt, in Steinbach ist ja auch noch eine Rechnung offen. Jo, da haben wir ja Testspiel 7-0 verloren. Dann glaube ich auch, wenn ich das richtig weiß, noch 3-0 verloren. Bei denen in der Regionalliga. Zu Hause weiß ich gar nicht mehr. Aber kann man einen Punkt mitholen. Vielleicht sogar 3. Ja. Ist drin im Moment. Aber ich denke mal, den Henry Weigel kommt ja aus Steinbach. Der kann bestimmt Tipps geben. Auch wenn sich der Kader verändert hat. Weil der Steinbach so abgeht, wie gespielt wird. Ich glaube, das ist ganz hilfreich für den Thomas die Woche. Da er mit seinem Trainerteam da der richtig Taktik hat. Um da auch nochmal erfolgreich auswärts zu bestehen. Am besten so wie ihr Philly. Ja. Da war gestern noch neue Becher haben wir gekriegt. Ja, war ich gerade Gedanken, war jetzt Gedankenübertragung. Ich habe gerade daran gedacht, ja, was haben wir denn davon? Ich finde sie gut. Da findest du gut. Ja, das ist, ich war auch dann in der Halbzeit ein paar Bier mehr holen für die runter in der Kurve und man kann sie gut tragen. Jo. Man kann sie, wenn man sein Bier leer hat oder was auch immer, mal so hinten in die Tasche stecken. Ja, hat ganz viel gemacht. Oder man hängt sie an den Zaun, geht auch. Also das ist ja Luxus. Und man hat, nach dem Spiel ist es sauber auf den Rängen. Ja. Gerade wenn dann die Luft so ein bisschen geht, die anderen Dinger sind ja überall geflohen. Also groß und ganz, glaube ich, ein Erfolg. Ne? Eine positive Entwicklung oder positive Entscheidung dazu zu machen. Ja. Man muss aufpassen, die sind
fast doppelt so groß wie die alten. Die Füllmenge aber, ist etwas mehr. Aber die kommen einem nicht größer vor. Nein. Also es gibt gerade bei so heißem Wetter wie gestern. Das bringt dieselbe Geschwindigkeit. Oder, ja, das wird ja dann auch schnell warm. Kann natürlich, ne? Egal, was das ist. Ne? Ob du jetzt Cola trinkst oder Bier, was auch immer. Ne? Keiner will das ja da bei 35 Grad da warm halten. Und da gab es ja auch Kritik mit der Füllgrößen, gerade dann mit der Softdrinks, Cola, Limo, Sprudel, dann auch gerade für die Kinder oder so. Erst ein halber Liter ist natürlich eine Ansage von der Menge, aber auch dann für die Eltern, die dann mit den Kindern steigen, kommen vielleicht auch vom Preis. Gut, da können sie sich mal eine Cola teilen oder so, geht auch alles. Was ich gestern gehört habe, ist, dass man sich auch das Thema anguckt und da bestimmt auch irgendwelche Lösungen zu erwarten sind, ob die Becher vielleicht weniger voll gemacht werden, ob man für die Sachen, andere Becher glaube ich jetzt nicht, dass die noch eingeführt werden, aber da guckt man sich auch an, dessen ist man sich da wohl bewusst und nur jetzt war erstmal die Einführung mit den Bechern und das muss dann auch erstmal rundlaufen und dann Schritt für Schritt geht das dann richtig weg. Ne? Ja, sehe ich auch so, es war Premiere gestern und es war Start in die Richtung und ich finde auch für die Kinder sollte schon auch nur 3 angeboten werden, weil die Mengen einfach nicht weggehen. Ne? Ich meine, jeden, der Kinder hat oder jeden, der noch jetzt Enkelkinder hat, der weiß da, was los ist, was da mal getrunken wird oder was stehen bleibt. Naja, gut, nichtsdestotrotz, auch da wird der Verein wohl dran arbeiten. Jetzt bin ich noch gespannt, ganz zum Schluss. Wir hatten ja die Woche, mein Freund Reinhard berichtet, der war im Training, war ein Probespieler im Training, was dabei rumkommt, was noch verpflichtet werden kann. Ja, da sind ja auch, ne, das ist offensiv noch was im Gespräch, glaube ich, oder? Und, offensiv und defensiv, ne, weil gerade jetzt auch Jason 3 Wochen nicht da ist. Aber ich denke mal, da kann man auch nochmal im Kader improvisieren. Entschuldigung, und auch sagen, na gut, die Spange ist ja auch ein Innenverteidiger, der kann auch Innenverteidiger spielen. Nur Herber hat schon inne gespielt, also da kann man schon mal nochmal tätig werden. Und meiner noch unseren Captain, Ex-Captain Simon Maurer, der auch noch da am Start ist. Also so kritisch sehe ich das jetzt gar nicht. So, wenn ich jetzt noch. Haben wir noch Fragen irgendwas? Ja, wenn ich die Kommentare wieder finde. Achso, also gut, wir fahren heute später an, weil wir fahren heute zweigleisig. Mann, wieder, mich hat eine Idee gehabt, mit Tablets und mit Handy zu arbeiten. Ja, es wird immer wieder mal ein bisschen genörgelt, dass wir doch spiegelverkehrt sind. Zumindest bei YouTube, wenn ich dran denke, kann ich es noch drehen, hier im Live. Es geht nicht, bei Facebook gibt es keine Einstellung. Das iPhone, das will den Leuten gern das Gesicht so zeigen, wie man im Spiegel gewohnt ist. Und jetzt haben wir einfach rumgedreht, aber da können wir ja die Kommentare nicht mehr lesen, deswegen haben wir hier noch ein iPad. Jetzt habe ich es doch wieder gefunden. Ah, cool. Aber das fällt mir gerade noch was anderes ein. Fernab der Eintracht, aber es hat auch mit Fußball zu tun. Gestern ist doch jemand von uns gegangen. Ja. Die liebe Trainerlegende Christoph Daum ist leider verstorben. Für mich viel zu früh, mit 70 muss man nicht sterben. Nee. Hat lange Kampf gegen den Krebs geführt, war immer positiv, war halt nur noch vor ein paar Wochen, hatte ich noch sonntags morgens Doppelpass. Ne? Vor der Sommerpause war er noch einmal da, das hatte ich auch gesehen. Wo ich da gedacht habe, okay, scheint ja doch um recht guter Weg zu sein, aber ja, an diesem Stelle, jeder Stelle Ruhe und Frieden, Christoph. Trainer, die gittet heute nämlich so in der Art, eine Trainergeneration, die er hatte. Ich habe irgendwo heute gelesen von irgendjemand, ich meine, ob ein Uli Hoeneß hat gesagt, er war seiner Zeit einfach irgendwie immer einen Schritt voraus. Klar, er war halt ein Typ mit Ecken und Kanten und diese berühmte Kokainaffäre. Das gäbe es ja halt so in dem Sinn gar nicht mehr, glaube ich, was damals veranstaltet worden ist. Ne? Es war eine Geschichte, es war grenzwertig auf jeden Fall. Ja. Aber davor gab es ja auch Anfang der 90er, da gibt es auch viele Videos drüber. Ich meine, im Sportstudio war es. Mit dem Jupp Heynckes und mit dem Uli Hoeneß. Wo sie sich gefetzt dann, ja. Das gäbe es heute gar nicht. Nee, aber unterhaltsam. Ernst. Unterhaltsam. Ne, da muss halt der Typ für sein und die Typen, die gibt halt. Also die werden ja auch gar nicht mehr, wenn es sie gibt, gar nicht mehr so losgelassen. Ja? Nein, ist ja alles heute reglementiert. Ja. Nun gut. Aber dann, wie so gesagt, ist es, ne?
Hochachtung vor seiner Arbeit, die er gemacht hat. Und er hat Fußball, Deutschland und Mannschaften und Trainerleben wirklich geprägt und gelebt. Und ja, und irgendwann müssen wir einmal gehen. Gut. Ja, schreibt der Franco, schreibt, in der Lounge gäbe es noch 0,3 Becher. Okay. Das kann ich ja gut verstehen. Da würde ich einen Schlitter hinstellen, damit die Sponsorenverträge besser und schneller unterschreiben. Oder? Das ist doch mein Taktik. Ja, das wäre ein Taktik. Genau, ja. Körnchen dabei. Ja. Guten Trester. Jetzt sind sie schon wieder weg, ey. Mann. Nun gut. Was wollte ich denn noch? Ja, dann haben wir gestern, danke an Sven, der uns gestern ein Bier ausgegeben hat, auch wenn man dann, wenn du uns suchen musst, kreuz und quer. Und ja. Aber ja, so ist es manchmal, aber trotzdem danke dafür. Das hat gut geschmeckt. Und wir finden da bestimmt auch nochmal einen Moment, wo wir dann zu dritt uns unterhalten können. So, was haben wir denn noch? Der Franco schreibt, weswegen wurden die Mehrwegbecher damals abgeschafft? Wahrscheinlich, weil es so mit den Wegwerfdingern einfacher und günstiger war und weniger Aufwand. Letztendlich ist Mehrweg aber jetzt bei so Veranstaltungen Pflicht. Vor allen Dingen, weil ich das gesagt mitbekommen habe, die müssen die extern spülen lassen. Ja, du kannst selber spülen. Ja. Die Dienstleister, die geben verschiedene Möglichkeiten. Ja. Du kannst auch so eine Spülmaschine dahinstellen und so ja. Sachen. Da muss es aber auch wieder jemand machen. Und da ist mal so für den Start, glaube ich, so die einfachste Möglichkeit. Ne? Ja. Die Dinger gehen dann irgendwann zurück und dann sind sie am Spieltag morgen, so vielleicht einen Tag vorher, werden sie wieder geliefert und man kann einfach Gas geben. Das machen andere Stadien auch so. Da sieht man auch dann, dass die einfach irgendwo aus dem verschlossenen Karton rausziehen, als wären sie neu. Dabei sind sie schon vielleicht ein Jahr oder zwei alt und wurden immer wieder gespült. Also so funktioniert das heute. Na gut, ich denke, wir haben alles gesagt, oder? Ja, wir hatten noch einen, was war das, medizinischen Notfall, da gab es einen Eintrag im Eintrachtforum. Das war bei der Gegengrade, ne? Auf der Gegengrade, ja, da ist irgendeinem dann scheinbar ein bisschen zu warm geworden, weil bei dem Wetter ja auch, ja, irgendwie, wenn es so warm ist. Normal ist. Fast normal mittlerweile ist, so wie man hört, bei gut, da ist einer auf ein Kind draufgefallen, ne? Dem Kind geht wieder gut, so viel weiß ich, dem anderen wahrscheinlich auch. Und dann, dieser Herr hat sich einfach nur bedankt auch im Forum für die Hilfe, die da geleistet worden ist. Ich glaube, von Seiten der Ultras sind dann welche auch das Wasser holen, vorne zur Haupttribüne ja. Und so. Und ja, da hat Eintracht wieder funktioniert und der hat da seinen Dank ausgesprochen. Ich glaube, das kann man dann hier auch mal erwähnen, wenn diejenigen Beteiligten dazu sehen, dass sie da so auch auf den dahin kommen, weil er wusste jetzt auch nicht mehr genau, wer da alles mitgewirkt hat. Aber so kam es dann doch zum guten Ende. Also er wird schon mal erkenntlich sein. Genau. Ja, okay. Ja, dann der Vater von dem Kind, ja, ja. Wo dann derjenige, der umgekippt ja, ist, irgendwie ja. Draufgefallen ist. Ja. Er hat das da so ein bisschen beschrieben, genau kriege ich das jetzt auch nicht mehr zusammen. Aber ja, kann man ja erwähnen. Ja. Ansonsten haben wir hier nicht mehr wirklich Fragen. Ja, dann sind wir gespannt, wie viel am Freitag am Start sind. Ich hoffe, dass sich unser Lazarett ein wenig lichtet. Gut, Tim Sause fällt weiter aus mit Wadebeinbruch. Ich hoffe, dass der Kevin nochmal irgendwann back ist. Jo, jetzt denke ich mal, können wir ganz gute Dinge nach Steinbach fahren. Ja, mal gucken, was geht. Und ich hoffe, es geht auch was. Weil ich gehe davon aus, dass was geht. Ja, ob es jetzt ein oder drei Punkte sind, keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich jetzt heute egal. Ich wäre auch mit einem zufrieden. Ja. Auswärts als Aufsteiger bei den Gestandenen sollte man sich damit zufrieden geben, wenn es so ist. Wir haben auch gegen Gießen gesagt, die eine war mit dem einen zufrieden, die anderen haben sich kaputt geehrt über die zwei Verschenken. Ja, ne? Das so ist das, ja. Kein vom Verhältnis her kann man dann sagen, ja, zufrieden, wenn es Spiel dabei hergibt, dass man zwei verschenkt hat, dann müssen wir sehen, was passiert. Die Wahrheit liegt dann. Ne? Auf immer auf dem Platz, 2 Euro in Phrasenschwein. Definitiv. Ja, machen wir gleich. Gut, liebe Fans, in weiblicher, männlicher Form, wir verabschieden uns für heute. Man kann schon viel geredet heute. Hä? Ja, gleiche Sonnenbrand hier. Ist eingeschmiert. Sehen uns dann in Teilen am Freitag in Steinbach. Wünschen alle wie immer eine gute Woche. Machen wir Vorbericht. Das müssen wir mal noch. Weil Vorbericht Freitag um 6:30 oder so ist.
Ich kann dann, das ist ein bisschen spät. Ich habe eine Idee, da reden wir gleich drüber. Ah, ja, gut. ich wollte fahren, aber ich bin die Woche noch von der Arbeit aus unterwegs bis Donnerstag und dann habe ich nur den Freitag für mein eigentlich Arbeit und dann noch irgendwie dann um 3 Uhr nach Steinbach fahren. Das wird mir dann noch zu hart. Okay. Na gut, wir kriegen irgendwie hin im Vorbericht. Wissen nicht wie, aber gucken wir mal. Ne? Thomas, eine gute Trainingswoche. Mit seinen Spielern natürlich. Die zur Verfügung stehen und dann Freitag wieder SV Eintracht Trier. In diesem Sinne, eine Stadt, ein Verein, eine Liebe. Ein Herrn. Für mich, nur der SVE. Und tschüss. Tschüss.